Hallo Freunde, willkommen hier zurück bei Skyrim. Ah, da kommen sie, die anderen. So. Und hier wartet ja der Drache auf uns. Wir nehmen wir erstmal nochmal den Bogen hier. Na, wo bleibt er denn, der Gute? Der uns jetzt schon ein paar Mal zum Verhängnis geworden ist. Gucken. Huch, da ist nichts drin. Mal gucken, ob wir dem diesmal was zu entgegensetzen können. Wer bist du? Kurier. Wichtige Lieferungen zu erledigen, keine Zeit für Geplauder. Okay, dann geh weiter. Ich warne dich, hier kommt gleich ein Drache. Da ist er schon. Jemand muss mir helfen. Los, weiter! Wow! Blutdrache. Mistvieh. Da ist er. Ja, habt ihr bis jetzt noch fast nicht getroffen. Komm weg hier! Ach, renn doch, ey, Mann! Das kann doch nicht wahr sein! Der soll mal landen, das Mistvieh! Das Führen von zwei- oder zweihändigen Waffen verspricht zwar die Chance auf doppelten Schaden, macht aber auch jährliche Blockade unmöglich. Jegliche Blockade. Tja! Herr Drache! Irgendwann bist auch du tot. Ist nur die Frage, wann. Vielleicht sollte ich wieder auf die andere Seite gehen, da hat sich der Weg das mal hingesetzt. Zu spät. Au! Komm, lauf! Zack. Das Problem ist, ich habe nicht so viele Pfeile. Da ist er. Diesen Kampf könnt ihr nicht gewinnen. Ich fürchte doch. Vernichtet den Drachen. Ja, wie denn? Komm her, Drache. Wow! So war es nicht gemeint. Verdammt, wo ist der? Sekunde mal, haben wir noch... Nein. Haben wir irgendeinen Trank? Zaubertränke... Soll ich den Bogen mal vergiften? Nein, wartet mal. Gesundheit.
Das nehmen wir mal. Ausdauer. Zaubertrank der Gesundheit. Zack. Wo ist er? Wo ist er denn da? Wo will er denn hin? Ich habe keine Pfeile mehr. Ich habe keine... Eieiei. Ja, wie denn? Wie denn ohne Pfeile? Ja, komm. Huiuiui. Hoho. Guten Morgen. Krieger der Alkir. Wir suchen Informationen über eine Frau. Eine Fremde in diesem Land. Rotwadon, wie wir. Wir glauben, dass sie sich in Weißlauf versteckt, aber wir suchen überall nach ihr, um ganz sicher zu sein. Ey, das ist ja fies. Manno. Da wollte ich gerade mal mit dem Kerl reden. Und dann sowas. Und ich glaube, ich vergifte jetzt einfach mal den... Wenn ich den Bogen vergifte. Macht das dem Drachen dann mehr Schaden? Ich muss mal eben gucken, ob ich Pfeile habe, Waffen. 11 Pfeile ist wenig. Zaubertränke. Gift der Ausdauer. Verursacht 10 Sekunden lang ein Giftschaden pro Sekunde. Das mache ich erst, wenn der Drache da ist. Mal gucken, ob das was bringt. Bin ich ja mal gespannt. So. Ihr mischt euch in offizielle Angelegenheiten der Talmor ein. Entschuldigung. War nicht meine Absicht. So, und jetzt gehe ich direkt mal. Jetzt gehe ich wieder. Hops. Ich verstecke mich einfach im Wasser. Haha. Hier unter der Brücke, so. Kann der Drache mal schauen, wie er uns kriegt.
Jetzt ist der Drache fällig, ey. Zack. Zack. So. Wo will er hin? Huch. Huch, stopp, stopp, stopp mal. Komm her. Er ist abgestürzt. Okay, Objekte, andere Waffe. Waffe, Waffe. 24, 23, 13, 12, 19. 24. Ich muss nur irgendwie hinkommen. Ohne von dem Fiege. Stopp! Ach du meine Güte, jetzt sind wir fast schon wieder tot. Zaubertränke. Gesundheit. Heilung. Heilung, Heilung, Heilung. Ich halte mich da jetzt mal ein bisschen raus. Der hat uns jetzt nicht... Er hat uns geschnappt. Ja. Mann, das kann doch nicht sein. Mistvieh. So kurz davor... Am besten nicht mal nutze ich dieselbe Strategie. Ich lasse die anderen den Drachen kalt machen und mache dann nur den Rest. Das hat doch eigentlich bis jetzt am besten geklappt. Wo ist mein Bogen? Ich gehe wieder erstmal da hinten unter die Brücke. Warte ab, bis die anderen den Drachen zum Absturz bringen. Und halte mich dann so lange zurück, bis die den Drachen platt gemacht haben, um dann die Seele des Drachen in mir aufzunehmen. Ist zwar nicht besonders nett oder so. Da kommt der Drache. Du sollst hier drüber springen. Platsch. So. Hey, hey. Wo ist er? Oben fliegt er. Wie soll ich jetzt zwei rote Punkte? Da ist der Drache und was ist da?
Keine Ahnung. Wo ist der? Wow! Ach komm, wir sind doch... Warum greifen die anderen den jetzt nicht an? Schlachtenfisch. Ach so, verstehe. Komm, lauf! Idiot! Verdammt nochmal, was... So geht das ja aber nicht. Na, auch was war das denn für ein hässliches Krebsvieh? Mann! Das kann doch nicht wahr sein. Okay, ich glaube, ich gehe nicht ins Wasser. Das hatte ich beim ersten Mal wohl nur ein bisschen Glück gehabt. Eieieiei, das könnte noch interessant werden. Waffen, wo ist mein Bogen? Wo ist mein Bogen? Da ist mein Bogen. So. Wo war ich denn vorhin? Was machen die beiden denn hier? Hallo? Wandelt allzeit im Licht, oder wir werden euch hineinziehen. Okay. Die Gnade von Stendar erstreckt sich nicht auf die Dedra-Anbeter. Da kommt das Vieh schon wieder angeflattert. Du hässliches Mistvieh, ey. Das wird doch wieder nichts. Naja, Freunde, ich würde mal sagen, wir versuchen das Ganze einfach im nächsten Part nochmal. Und ich sage, bis denn und ciao.